Ne, komm, und jetzt ein Diamanten, noch ein Diamanten, noch einer, noch mehr Diamanten, jawohl, das geht ja mal hier ab. Man könnte denken, ich habe hier irgendwie Warlock oder Nodos drauf. Nein, habe ich nicht. 15 Diamanten in einem Ego-Battle. Hey ho Minecraft Freunde und willkommen zu einem weiteren Ego Battle. Yo yeah. So, Stopp steht im Chat. Warum steht da? Halt Stopp. Hä? Verstehe ich gar nicht. Warum steht da Stopp, Mann? Eben kam da noch schön kontinuierlich, ne, ohne irgendwie eine Richtlinie hier in Countdown, wie man hier auch gut sehen kann. Und jetzt plötzlich Stopp. Mysteriös, mysteriös. Na gut. Dann würde ich vorschlagen, sind wir nach einem kleinen Cut, dann wieder vor Ort und Stelle, wenn es dann heißt, Let's Battle, Ego Battle. Nein, keine Ahnung. Also, bis gleich. So Leute, Achtung, Achtung, Achtung. Es geht auch schon gleich los. Na, go, go. Okay, go, 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 go. Ich renne mal in die Richtung da hinten. Da haben wir anscheinend schon irgendwelche Höhlen oder haben wir irgendwie Steine. Aber erstmal hier, komm. Bauen wir mal eben schnell hier einen Baum ab und schauen mal, ja, ob wir hier gleich noch irgendwie schön eine Höhle finden oder nicht. Wir haben, ich kann ja euch mal eben schnell die Regeln hier erklären. Wir haben ja 30 Minuten Frieden. Da drin kann man ruhig sterben. Das heißt, wenn ich in der Höhle vom Monster getötet werde oder in Lava falle, dann darf ich wieder in die Höhle gehen, bin noch nicht raus und kann weitermachen. Aber, wenn oder sollte ich dann nach den 30 Minuten sterben, egal durch einen Spieler oder durch irgendwie eine Höhle, dann bin ich raus und es heißt, ja, Gomme hat versagt. Nein, ja, das sind auf jeden Fall so die hauptsächlichen Spielregeln. Ich denke mal, ja, da dürfte man eigentlich nicht viel mehr sagen und da muss ich nicht mehr viel mehr dazu sagen. Und ich finde eigentlich gerade hier das Sumpfbiom gar nicht schlecht für Nahrung. Nahrung, denn wie jeder ja, MC PvP Hunger Games Spieler weiß, oh yeah, Suppen, Suppen, Suppen. Aber dafür brauche ich auch noch eine Menge rote Pilze und ob ich da von hier genug finde, ich habe keine Ahnung. Ey, und der klaut mir, der verstößt da gerade gegen die Spielregeln, denn es hieß in den Regeln, man darf von anderen Leuten nicht die Sachen klauen, da nicht reinlaufen. Und insofern ist das Schwein hier auch meins. So, geil. Und da vorne haben wir noch... Ach, hier haben wir ja eine Menge Schweine. Die töte ich aber auch gerne. Denn Nahrung ist wichtig, wie ich weiß. Denn ich bin schon oft, war ich beim Battle dabei, bei irgendwelchen Battles, wo ich dann einfach mal keine Nahrung hatte. Und das ist natürlich überhaupt nicht vorteilhaft. So, mache ich mal weiter. Und ich möchte mal eben mit euch über etwas reden, das fällt mir immer mehr auf. Nämlich irgendwie... Das fällt auch bei mir persönlich einfach immer wieder auf. Früher habe ich einfach immer alles hochgeladen, auch wenn ich mal verloren habe. Ne? Aber mittlerweile habe ich schon so ein bisschen von eurer Seite aus den Druck, ja, du darfst nur Siege hochladen, weil man, du sonst wieder geflamed wärst. Oh, komm, du Noob, du hast verloren. Und das ist so ein Punkt, der stört mich momentan schon etwas an YouTube. Auch man, da klaut er mir schon wieder die Sachen, Alter. Da soll man die Regeln lesen hier. Geht ja mal gar nicht. und ich finde einfach, dass viele Leute, nicht nur bei mir, ich finde, bei mir ist das noch recht normal. Ich verändere mich dadurch nicht wirklich. Ich lade immer noch Niederlagen hoch, wie eh und je. Und auf jeden Fall finde ich es echt schade, dass viele YouTuber sich durch die Kommentare da so beeinflussen lassen oder durch die Leute. Weil, was da manchmal in den Kommentaren steht, ist echt unter aller Sau. Auch wonach bewertet wird, finde ich, ist mittlerweile alles sehr komisch, denn die Leute bewerten wirklich entweder nach, hat man gewonnen, hat man verloren oder wonach wird noch bewertet, nach Qualität. Also ich meine, dann wenn man meinetwegen super ein Video bespricht, alles ist top, boah, alles läuft, wirklich alles ist bestens, nur eine Kleinigkeit passt halt nicht, man hat verloren am Ende, was halt auch zum Spiel gehört. Dann kommen wieder Milliarden von Leuten und beschweren sich da in den Kommentaren drüber. Kann ich natürlich verstehen. Wenn man meinetwegen eine Battle-Staffel verfolgt, nehme ich mal irgendwie 8 Folgen als Beispiel, und dann 8 Folgen mitfiebert und man dann irgendwie verliert, dann kann ich gut verstehen, dass dann viele Zuschauer sich aufregen. Aber ich finde es da wirklich schade, dass da viele danach bewerten. Und das ist so ein Punkt, der stört mich so ein kleines bisschen momentan. Wollte ich nur mal anmerken. Und an alle YouTuber, die hier das vielleicht gerade hören, verändert euch auf keinen Fall durch solche Kommentare oder so. Ladet das hoch, was ihr für gut haltet. Und
Das ist dann auch meistens gut. Hauptsache euch selbst gefällt das. Ich meine, ich lade selber auch nur Videos hoch, die mir selber persönlich gefallen. Ich meine, jeder YouTuber sollte eigentlich die Videos auch von sich selber gucken können. Natürlich kennt man die Videos schon, was man sagt, und hat vielleicht nicht mal die größte Spannung da drin. Aber ich finde trotzdem, das sage ich immer wieder gerne, man sollte die eigenen Videos mögen. Und darum geht es, finde ich, immer beim Upload. Und da sollte man sich nicht momentan irgendwie durch die Kommentare da so stark beeinflussen lassen. So, da habe ich schon mal die Spitzhacke. Mache ich nochmal ein paar Stäbchen. Brauche ich noch was? Eine Schaufel mache ich mir später unten. Dann kann ich hier mal weitermachen. Gehe ich hier mal rein. Oh, Eisen, jawoll. Sind Monster an. Du verfolgst und okay, Monster sind nicht an und der eine Typ da unten, der meint, der uns noch hier die Schweine klaut. Der meint gerade, dass ich ihm hinterherlaufe. Er hat danach gefragt. Natürlich laufe ich ihm nicht hinterher, Mann. Meine Höhle hier, ich bin sogar recht weit an den Rand gelaufen, also ehrlich mal hier, ne? Das geht ja mal überhaupt nicht, ne? Das ist ja unglaublich. Nein, Spaß, natürlich. Völliger Quatsch. Oh, noch mehr Eisen. Ja, läuft schon mal ganz gar nicht schlecht. Diamanten sind an. Das heißt, man kann Diamanten noch finden. Nach 30 Minuten darf man das aber auch nicht mehr. Wir haben hier eine Glaskuppel von 300 Blöcken. Also der Radius beträgt 300 Blöcke. Und wow. Guten Tag. Spinnst du? So, hier mal weiter. Der Typ, der irritiert mich gerade, ne? Der denkt. Echt unglaublich, ne? Da klaut er mir hier meine Items oder was. Aber ich denke mal. Eben. So. Komme, du Rabauke. Ich? Oh, Kaddel. Ich doch nicht, Mann. So, weitermachen. Wie viel Eisen? Oh, ich habe schon bald eine komplette Rüstung, Alter. Das läuft ja mal hier richtig gut, schon mal für den Anfang. Aber na gut, ich denke, bei einer halben Stunde hat man da auch nicht wirklich irgendwie große Probleme. Oder man wird da, denke ich, mit dem Eisen keine großen Probleme bekommen. Da hinten ist wahrscheinlich eine Sackgasse, vermute ich einfach mal. Und ich gehe da mal wieder weiter hoch. Könnte natürlich gerade recht dunkel bei euch sein, das tut mir leid. Ich habe schon eigentlich auf hell gestellt. Ich kann gleich nochmal nachschauen, ob das da. Ich habe nämlich eben meinen Ordner hier nochmal neu installiert, damit die Qualität einfach. Okay, ich habe schon auf hell. Damit die Qualität bei euch einfach stimmt. Denn ich finde, auch momentan bei meinen Videos, da kann man immer noch etwas auch bei der Videoqualität optimieren. Und da bin ich momentan schon dran. Auch beim Intro ist mir das aufgefallen. Leute, viele haben gesagt, oder viele hatten einfach durchgängig die Meinung, oh, das alte Intro ist besser. Und ich fand es da echt lustig, dass da viele nicht eine Begründung daneben geschrieben haben, warum sie das alte Intro denn besser fanden. Ich habe es echt überhaupt nicht verstanden. Und auch die ganze Intro-Diskussion unter meinen Videos, die überhaupt eigentlich null mehr mit dem Intro zu tun haben, fand ich auch recht schade eigentlich. Also normalerweise möchte ich ja gerne unter den Folgen immer Feedback hören oder lesen, eher gesagt. Und da fand ich das dann schon recht schade, als dann alte Intro war besser, Gammel, alte Intro, oh, das neue voll episch. Danke. Und ohne Begründung nehme ich das eine gar nicht an. Aber trotzdem sage ich da, ich weiß nicht, das gehört auch nicht unter das Video. Also das wollte ich auch nur mal hier anmerken. Vielleicht machen das dann ein paar weniger. Also ich habe genug Eisen, dann gehe ich hier schon mal weiter runter, nachdem ich mir mal eben schnell einen Ofen gebaut habe. Und ich habe natürlich meine Werkbank oben wie ein Profi stehen gelassen. So macht man das halt. Das machen so die echten Profis. Ihr wisst ja, ich bin echt der absolute Pro in dem Spiel hier. Also, ich kann eigentlich hier nur gewinnen, natürlich nicht. So, und ich warte hier mal ab, denn ich werde gleich wahrscheinlich schon irgendwie eventuell Diamanten finden. Und, brauche ich eigentlich gerade gar nicht. Brauche keine Stäbe mehr. Dafür brauche ich nämlich dann auch eine Eisenspitzhacke. Und die habe ich ja auch schon gleich hier. Klauen ist übrigens erlaubt. Oh ja! So, dreimal Eisen, das passt eigentlich soweit. Ich nehme schon mal die Kohle hier raus.
Mehr brauche ich für den Anfang nicht. Doch, vielleicht für ein, nee, für ein Schwert. Mach ich, komm. Da gönne ich mir nochmal ein Schwert her. Komm schon, komm schon, komm schon. Bevor der Typ nämlich gleich noch irgendwas hier klaut, wäre wirklich richtig schade. So. Und dass wir alles mitnehmen. Diesmal nehme ich auch die Werkbank hier mit, nachdem ich mir hier schon mal ein Schwert gemacht habe aus Eisen. So. Was will der Typ, Alter? Der macht mir Angst. Klauen ist erlaubt. Stand eindeutig in der Anleitung. Tja. Tja. Trollolololololol. Klauen ist erlaubt. Klauen ist erlaubt. Ba. Bebe. Alter, ich hab ihm gerade Eisen geklaut. Danke fürs Eisen. Oh yeah. Was haben wir denn hier Schönes? Das sieht aber schon gut nach Diamanten aus. Der Typ ist, glaube ich, etwas sauer. Er hat ein Diamantenschwert. Oh, er hat ein Diamantenschwert. Na und? Oh, wenn er da reinfallen würde. Nee, das kann ich nicht machen. Okay, okay. Er hat sich entschuldigt. Er hat aber leider schon Diamanten gefunden und das regt mich gerade extrem auf. Macht Spaß. Geil. Tja Leute, da habe ich gerade mal einen kleinen Zeitraffer reingemacht. Der hier wollte nämlich meine Diamanten. In den Regeln stand, man darf sich nicht da reinstellen beim Abbauen. Und insofern sind das nun meine Dias. Boah, Alter, ey, das ist hier ein Stress. Aber ich habe ihm auch eiskalt eben Diamanten geklaut. Alter, trollololol. Schönes Battle ist soweit. Wow, 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 wow. Ich möchte nicht noch irgendwie irgendwo reinlecken. Ich gehe mal lieber hier in Sicherheit. Diamanten. Diamanten. Ich habe Diamanten gefunden. Ja. Ich habe Diamanten gefunden. Jawohl. Jawohl. So viel Glück hatte ich ja wohl noch nie. Noch ein Diamanten. Noch ein Diamanten. Alter, hab ich ein Glück, ey. Ich habe 9 Diamanten. What the fuck? Dann würde ich vorschlagen, mache ich mir mal eben schnell hier ein Eimer und einen Ofen, warte mal. Ich mach dann mal. Ich brauche einen Eimer für Wasser. Denn mit Wasser kann ich dann hier schnell die Lava in Obsidian umwandeln. Ich kann mir damit automatisch einen Brustpanzer machen. Hab da noch einen Diamanten übrig. Okay, das merke ich mir auf jeden Fall. So, das reicht schon mal für einen Eimer. Perfekt. Und mit dem Eimer können wir dann, Moment, hier alles schön fluten. So, und dann schauen, ob wir hier noch einmal Diamanten finden. Das wäre ja wirklich ein Traum, wenn ich hier noch einmal Diamanten finden würde. Dann hätte ich auch noch ein Diamantenschwert und das wäre doch optimal eigentlich. Das wäre echt das Beste, was einem hier passieren kann gerade. Oder mir eher gesagt. So, direkt mal hier weiter durchgehen. So schnell wie möglich. Und gucken, ob ich hier offensichtlich irgendwo Dias noch finden kann. Ich mach mal da oben wieder Wasser hin. So, eine Flutung hier. Guten, oh, guten Tag. Oh, Mann, 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 Mann. Da, Diamanten. Ich habe heute so ein Glück, Leute. Ich habe so ein Glück. Alter, so ein Glück hatte ich echt noch nie. So ein Glück hatte ich noch nie. Ne. Komm, und jetzt ein Diamanten. Noch ein Diamanten. Noch einer. Noch mehr Diamanten. Jawohl. Das geht ja mal hier ab. Man könnte denken, ich habe hier irgendwie Warlock oder Nodos drauf. Nein, habe ich nicht. 15 Diamanten in einem Ego-Battle. What the fuck?
Das ist natürlich mal besonders episch. Und dann noch jemanden die Items geklaut. Etwas assi vielleicht. Aber das stand in den Regeln drin. Und ich meine, wenn es da drin steht, dass das hier ausnahmsweise mal erlaubt ist, dann mache ich das natürlich auch. So, meine Freunde. Jetzt geht es hier mal weiter mit einem Diamantenschwert. Oh yeah. Und jetzt kommt das Beste. Ein Diamantenharnisch. Lol, und ich habe immer noch 5 Diamanten für einen Zaubertisch. Warte mal. Leder. Nein, ich habe kein Leder dabei. Ich habe kein Leder dabei. Ach, das gibt's doch jetzt nicht. Leder, dafür müsste ich schnell nach oben. Was mache ich jetzt? Was mache ich? Das ist natürlich eine... Ich brauche für eine Spitzhacke auf jeden Fall... Ich brauche Bambus. Das wurde mir vorhin weggenommen. Und die Fledermäuse machen hier komische Geräusche. Ich brauche... Immer dieser German Player One. Ich brauche für meine... Aber das macht echt überhaupt nichts, Leute. Da müsst ihr euch nicht drüber aufregen. Wir sind ja hier nur in einem Spiel. Weil ich möchte nicht, dass da jemand von euch irgendwie zu ihm rüber geht. Und meinetwegen dann bei ihm da irgendwie Stress macht. Auf keinen Fall, bitte. Bleibt alles so unter uns hier. Ihr wisst Bescheid. Vielleicht finde ich ja hier hinten noch irgendwie Diamanten. Wäre natürlich ein Traum, ne? Wenn ich hier nochmal Dias finde. Aber ich möchte dann natürlich die auch nicht mehr irgendwie verbrennen. Wäre auch nicht gerade schön, wenn ich hier noch gerade verbrennen würde. Wenn das wäre überhaupt nicht toll. Noch 15 Minuten. Okay, wir haben gerade die Hälfte geschafft. Das geht ja eigentlich noch. Und irgendwie backt die Lava hier rum. Und ich glaube, da hinten finden wir auch keine Dias mehr. Ich habe da so ein schlechtes Gefühl. Da gehe ich lieber mal wieder in Richtung Ofen. Aber ich bin gerade wirklich innerlich am Nachdenken, wie ich... Ja, auch gerade wieder logisch. Innerlich am Nachdenken. Ja, wo denke ich denn sonst nach, ne? Auch mal wieder hier like Gombe. Nein, aber wie mache ich weiter? Wie würdet ihr weitermachen? Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Was wäre so euer Plan an meiner Stelle gerade? So was würdet ihr machen? Würdet ihr einen Zaubertisch machen? Also ich kann ja noch keinen machen, dafür bräuchte ich Bambus. Finde ich da oben Bambus? Ich glaube schon. Ich habe eine Idee. Ich brauche doch für einen Zaubertisch... Wie viele Diamanten ich brauche für einen Zaubertisch? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Mal gucken, ob einer so nett ist. Wie viele Dias braucht man für einen Zaubertisch. So, mal gucken. Vielleicht ist da ja jemand nett. Kann ja bei rumkommen. Ich mache hier mal weiter. 2. Danke. So, okay. So, das war... Ich möchte nur sicher gehen. Das heißt, ich kann mir hier mit eine Spitzhacke machen. Baue hier unten schnell Obsidian ab. Dann brauche ich Kuhleder und Bambus. Das mache ich. Mache ich mir eine Eisenrüstung. Helm. Und ich kann hier, während das hier einschmilzt, mal eben schnell etwas Obsidian abbauen. Oh ja, hier haben wir haben genug. Wir haben genug heute, wirklich von allem. Finde ich gut. Macht da wirklich auch mal eine, wieder mega Spaß. Gerade das finde ich auch immer an den Ego-Battles. Ja, tschüss, ne? Was? Diamanten? LOL! Noch mehr Diamanten? Nein, damit hätte ich mir vielleicht... Oh, 2, 3, 4 Diamanten. Ich glaube, ich spinne. Ich habe 6 Diamanten. Ich brauche 2... Ich habe 4 Stück. Schuhe! Es wird Zeit für Schuhe. Alter, macht das Spaß hier gerade. So, habe ich hier noch irgendwo Diamanten, die von mir gefunden werden wollen? Einmal hier den hier. Dann gehe ich hier mal rein und dann baue ich mal hier schnell, weil die Zeit, die drängt ja eigentlich schon, wenn man genau ist. Dann baue ich hier mal schnell ein paar Obsidian-Blöcke ab. Ich brauche, glaube ich, nicht mal 5, wenn ich mich täusche. Das ist natürlich hier nicht gerade toll. Das ist etwas gefährlich. Wie viel Obsidian braucht man für einen Zaubertisch? Nur mal in Fragen, vielleicht ist da ja wieder jemand nett. Kann ja bei rumkommen, ne? Ich habe heute so gute Laune hier bei dem Battle. Habe gute Laune. So. Dann mache ich hier mal weiter.
Komm schon, noch mehr Obsidian, ich brauche mehr. Wie viel Obsidian braucht man? Ja, nehme auf. Ja klar nehme ich auf, Mann. Was? Oder nehme ich doch nicht auf? Stelle ich das hier doch nicht auf YouTube? Ich glaube schon, Mann, mit der Diamantenrüstung und dem Rest. Bester Mann. Bester Mann, Alter. Bester Mann, echt. So macht das Spaß. Ich habe 4 Stück. Gut, passt. Eisen. Jetzt aber schnell hier. Hose habe ich ja. Nee, Schuhe. Ich brauche eine Hose nur noch. Okay. So. Habe ich. Dann mal schnell nach oben. Nee, wir können noch mal schnell Nahrung brutzeln. Oh yeah, das schmeckt gut. Dann ordne ich mich mal eben schnell. Die brauche ich ja. Hier haben wir Lava, der gratis Mülleimer von nebenan. Und noch irgendwas im Müll? Nö, mehr eigentlich nicht. Ich brauche noch mal Eimer, genau. Kein Boot, keine Lore, Eimer. So, warte mal. Ich habe einen mit Wasser und einen mit Lava. Die brauche ich gerade auch nicht mehr. Doch, ich gehe damit mal lieber nach oben. Dann brauche ich Steine. Ich gehe nämlich jetzt direkt flach nach oben. Nahrung wäre auch nicht schlecht. Und dann schnell, schnell, schnell beeilen. Vielleicht schaffe ich das dann noch pünktlich. Wäre ja wirklich ein Traum. Wir hatten doch hier irgendwo eine Schlucht, der hier. Da kann ich auf jeden Fall sicher gehen, dass ich da oben nicht gleich irgendwie auf Lava stoßen werde. Und dann ab nach oben wieder. Das war's dann wohl mit der kleinen Höhlentür. Genau. Und ja, mal schauen, wie das oben aussieht. Wir haben ja da oben recht viel Sand. Und bei Sand findet man ja immer gut Bambus. Da bräuchte ich nur noch ein paar Kühe. Und das wäre dann schon wirklich ein Traum, wenn ich da noch Kühe finde und dann am Ende einen Zaubertisch habe. Boah, geil. Richtig geil. Also ich hatte wirklich lange keinen Ego-Battle mehr, das so gut gestartet hat. Wunderbar. Ist man auch gar nicht vielleicht von mir gewöhnt irgendwie, ne, dass das mal gut läuft. Und gerade in der Folge habe ich ja noch drüber gesprochen, über Sieg und Niederlagen und finde ich gerade erstaunlich, ja, finde ich gut. So, ab nach oben. Und wo haben wir hier mal Kühe? Jawoll! Und kein... Oh, du blöde Kuh! Du dumme Kuh! Da, oh, wir haben noch mehr Kühe! Ein Traum! Ich weiß nicht, was heute los ist. Das ist doch hier wirklich... Da habe ich Leder. Da habe ich Leder. Das dürfte, glaube ich, reichen. Ich nehme lieber noch mehr Leder mit. Und da drüben haben wir Bambus. Jawoll! Jawoll! Wie lange noch? Oh! Jawoll! Wir haben natürlich keinen Bogen, daran habe ich natürlich gar nicht gedacht. Aber gut. Aber Alter, ich freue mich gerade. Ja, herrlich, herrlich. Macht Spaß. So, dann gehe ich mal. Ich baue mir mal eben hier, glaube ich, einen kleinen Turm. Oder auch nicht. So, hier kann ich alles gut überblicken. Hier kommt anscheinend gerade keiner. Gut, dann noch 8 Minuten. Gut. Jetzt muss ich überlegen, wer es ging. Jetzt überleg, Gomme. Ging das nicht so irgendwie? Irgendwie so. Wie ging denn das nochmal? Ach, Kacke. Nee, es war anders, ne? Es war komplett anders. Oh, nee. Ich brauche mal eben hier Hilfe. Das tut mir verdammt leid. Also wirklich, wenn ich sage verdammt leid, dann tut es mir verdammt leid. Aber ich schaue mal ganz schnell nach. Verdammt schnell nach. So schnell ich nur irgendwie kann. Wir haben ja eigentlich doch noch recht viel Zeit. Buch. Ich brauche ja ein Buch. Mein... Buch Minecraft, ab in die Minecraft-Wiki. Die Sache ist die, wenn man lange nicht mehr im Singleplayer so stinknormal gespielt hat, da verlernt man auch solche Sachen hier. Und da ich eigentlich normalerweise nie so ein Glück habe, dass ich mal einen Zaubertisch bekomme. Ach, ich bin so schlau.
Wie kriege ich denn jetzt Papier? Ich brauche Papier. Ach so, ja. Klar doch. So. Oder doch nicht? So vielleicht? Jawohl. Papier. Dann machen wir ein Buch. So, das. Haut das irgendwie hin? Ich glaube, das war irgendwie so. Ey, ich habe keine Ahnung. Ich nehme nochmal eben schnell die Items mit. Dann gucke ich nochmal Like a Boss nach. Zaubertisch. Zaubertisch. Oh, ich zitter voll. Minecraft. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Mann, ey, hab ich ein Glück. Oh, ja. Perfekt. Ich hab die Lösung. Oh Mann, ey. Ihr haltet euch bestimmt schon gerade wirklich. Ihr habt schon alle einen Facepalm. Da. Geil. Ich habe auch noch Level. Ich dachte gerade echt, ich habe keine Level. Das wäre natürlich nochmal richtig bitter. So, komm schon, komm schon. Komm schon, für mich. Chef 1, geil. Für mich. Moment, für mich. Schutz 1. Oh, das haut rein. Federfall, ja, oh, gar nicht schlecht eigentlich. Aber Schutz wäre natürlich geiler. Schutz 1 und bitte noch einmal für mich. Komm, Power. Schutz 1, oh. Geil. So, das geht doch schon mal hier gut weiter. Dann, das mal an die Stelle, Nahrung dahin. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. So, und dann habe ich auch eigentlich alles. Hat ja schon mal wunderbar geklappt hier in der Vorbereitungszeit von einer halben Stunde. Ich kann mir noch mal hier ein paar Fackeln machen, wenn man schon mal dabei ist, auch wenn ich die vielleicht gar nicht brauche. Dann ordne ich mich mal eben schnell. Und dann schauen wir gleich mal weiter. Ich habe aber natürlich immer, man darf noch nicht, ich bin noch nicht auf der sicheren Seite. Hier gibt es immer noch viele richtig gute PvP-Spieler, die sich da wirklich richtig gut auskennen. Und da kann man natürlich auch schnell verlieren, wenn man da übermütig wird. Da bringt auch meist ein Brustpanzer nicht viel, aber so schlecht steht es dann auch wieder nicht. Und ja, dann gehe ich doch einfach mal hier auf die erste Gegnersuche, mal schauen, ob ich hier irgendwo Gegner finde. Wäre natürlich klasse. Und ja, hier haben wir schon die Kuppel, den Rand der Kuppel. Okay, da kann keiner mehr sein. Ich guck gerade mal, ob ich auf der Karte irgendwo Höhleneingänge finden kann. Was habe ich da eigentlich da hinten? Da habe ich irgendwie auf der Minikarte so ein Kreuz. Seht ihr das? Da wo ich gerade mit dem roten Mauszeiger hingehe, da haben wir irgendwie so ein Kreuz. Was haben wir denn da? Wahrscheinlich nur einen kleinen normalen Teich. Noch 3 Minuten. Ach, okay. Verstehe. Ja, gut. Dann mache ich hier weiter. Ich schreibe nochmal in den Chat. Keine Teams. Ich habe sonst verloren. Bam. Kuh, stirb. Ruckelt das gerade? Nee, geht eigentlich. Okay. So, und weiter. Ich wollte das auch nur mal anmerken im Chat. Weil vorhin, das hat mir schon mit dem einen Spieler da zu schaffen gemacht, dass er mir da einfach die Diamanten geklaut hat. Obwohl das ja in den Regeln gesagt wurde. Ist natürlich dann schade, wenn da meinetwegen nachher ein Team kommt, mich platt macht und dann meine Items hat und dann alles dadurch durcheinander gebracht wird. Wäre natürlich schade. Und dafür lieber einmal mehr anmerken. Ich denke, das wisst ihr auch. Statt einmal zu wenig. Ist einfach ein ganz kluges Sprichwort. Ich mach mal hier Empfindlichkeit etwas höher. Ja, doch. Nee, lieber wieder runter. So ein Pro bin ich dann auch wieder nicht. Ich heiße ja nicht Milchbubi. Aber viele wollten auch, dass Milchbubi mal aufnimmt. Geht gar nicht, Leute. Milchbubi kann Minecraft nicht richtig spielen. Ich bin schon dabei, aber ich probiere es manchmal, dass er es schafft. Er kann auf jeden Fall sich schon mal fortbewegen, etwas mit dem Schwert schlagen, aber auch das mit dem Sprinten haut noch nicht wirklich mit ihm bei ihm hin. Und allgemein, er hat halt nicht wirklich viel Ahnung von Minecraft. Da ist er, denke ich, besser aufgehoben an meiner Seite. Und nun ja, das macht, denke ich, aber auch nicht so viel aus.
Gut. Ich hoffe einfach mal, dass die Leute dann auch aus den Höhlen rauskommen und dann nicht noch Ewigkeiten rumcampen. Diamanten darf man auch nicht mehr nach den 30 Minuten abbauen. Insofern warte ich gerade eigentlich schon darauf, dass hier wirklich die 30 Minuten endlich um sind, damit die Spieler endlich hier an die Oberfläche kommen. So, ich habe auf jeden Fall... Oh, ich habe hier... Wie viele Balken? Ich glaube 9. 9 von 10 Verteidigungsbalken, also Rüstungspunkte. Geil. Richtig geil. Da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Bam, badam, bam, bam, wo seid ihr denn? Die sind noch in den Höhlen, wie ich da rauslesen kann. Wenn die da um Lava-Eimer reden, verstehe ich, okay. Aber ich finde auch die Organisation hier, also hier an den Tolga Koskun LP, an dich dicken Respekt, wenn du das hier alleine organisiert hast. Ist wirklich alles top geworden, also man kann da überhaupt nicht meckern. Du beantwortest auch alle Fragen sofort. Finde ich gut. Mach weiter so. Da spielt man auch gerne mit. So, da vorne läuft einer. Oh yeah. Oh yeah. Bleib mal stehen, Kollege. Noch darf man ja nicht angreifen. Noch darf man, aber ich verfolge ihn schon mal. Ich laufe ihm hinterher. Lalalala. Ja. Ich chill und grill hier so ein bisschen. Und wenn ich hier schon mal einen Gegner finde, dann darf ich da auch meinetwegen hinterherlaufen. Guten Tag. Machen wir hier eine kleine Schlange.